Ja gut, die letzten Tage waren ja schon die Gerüchte recht gut verbreitet und dann wollen wir da dann heute auch Licht ins Dunkle bringen, das endgültig aufklären, dass Bert Ehm ab der kommenden Saison Trainer der ersten Herren des FC Emshorn sein wird. Darüber sind wir ja mehr als glücklich. Für uns war und ist Bernd Giolat ein absoluter Glücksgriff gewesen, als wir ihn im April 2010 in den Verein geholt haben, aus seiner kurzweiligen Fußballrente, Trainerrente, hat er genau die richtigen Schritte gemacht, um den Verein aus einer kleinen Lethargie herauszuholen. Die Zusammenstellung des Kaders, die Arbeit mit der Mannschaft und allem drum und dran ist da eben ganz klar der Verdienst von Bernd Giolat, weshalb wir eben auch verlängern wollten. So, ich gehe jetzt erstmal an Bernd, dass er aus seiner Sicht das darstellen kann. Sei lieber offen zu dir und ehrlich und auch zum Verein und sag jetzt, okay, wir trennen uns im Guten. Und um das mal ganz einfach mal so zu sagen, es hört sich zwar straßenhaft an, ich habe, sag ich mal, im Moment dann keine Lust mehr auf nochmal ein Jahr Stress. Und das ist an und sich meine einzige Begründung, sonst habe ich hier überhaupt kein Problem. Ja, danke. Man muss das akzeptieren. Wir haben dann den Moment genutzt und den Markt geprüft, wer eben noch oder wer als geeigneter Kandidat zur Verfügung steht. Glückliche Umstände haben es dann ergeben, dass der erfolgreichste Amateurtrainer im Hamburger Fußballverband der letzten Jahre dann frei war. Ja, ich freue mich, dass ich hier für die nächste Saison verpflichtet bin, dass ich gerade mit Bernd Giolat ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe, bisher hatte und sicherlich auch weiter behalten werde. Wir kennen uns schon ein paar Jahrzehnte, kann man fast sagen, aus Oberliga-Zeiten. Unser Ziel ist hier klar, oder das Ziel, was Bernd erstmal hat, ist natürlich für mich auch wichtig oder für uns beide auch wichtig, dass der Aufstieg hoffentlich dieses Jahr schon vollzogen wird, damit wir dann in der nächsten Saison uns an die Oberliga so ein bisschen gewöhnen können, dass wir da dann schon so ein bisschen auch die etablierten Oberliga-Vereine so ein bisschen ärgern können, wie Meindorf oder auch Viktoria. Das sind natürlich Ziele, die wir haben und die wir, Eugen und ich, uns auch schon vorgenommen haben. Hier beim FC Emshorn weiß ich, dass viel machbar ist. Ich weiß, dass es hier keine U-Bahn gibt, die 3 Stationen fahren muss und dann beim nächsten großen Verein ist. Hier ist ein Verein, der die Vormachtstellung erreichen kann, erarbeiten muss. Das heißt, Oberliga so schnell wie möglich und dann kann man hier auch sehr, sehr viel bewirken. Wir wollen uns auch nicht mit alten Säcken verstärken, sondern wollen die Mannschaft auch jung halten. Sicherlich kommt der eine oder andere dazu, der uns hilft mit seiner Erfahrung sicherlich auch, dann in der neuen Saison da zu stehen, wo wir uns das vorstellen. Das heißt also, nicht abzusteigen. Denn jeder weiß, dass in der Oberliga natürlich ein ganz, ganz anderer Wind weht als in der Landesliga, genauso wie in der Regionalliga wiederum ein anderer Wind weht. Das wissen wir alle. Ich hoffe, dass das auch der Vorstand weiß hier. Und dann werden wir in der neuen Saison auch vernünftig zusammenarbeiten, gehen wir von aus. Sehe ich keine Bedenken. Gibt es noch irgendwas, was ich sonst sagen soll? Warte, lass mal gucken. Nee.